Tag 2 der Bloggertour. Heute geht es um Spargel und Erdbeeren. Und jetzt geht's aufs Erdbeerfeld. Gepflückt werden einfach die reifen Früchte, die schönen Früchte. Die Erdbeeren wachsen nicht ebenerdig, sondern quasi im ersten Stock. Hat das einen besonderen Grund? Diese Dämme haben den Vorteil, also man braucht eine Folie. Dann kommt kein Unkraut raus. Trotz der Dämme ist es ganz schön harte Arbeit, in der prallen Hitze hier die Erdbeeren zu pflücken. Ich habe jetzt aber genug zusammen und wir schauen jetzt zum Spargel. Da fangen wir jetzt da an. Ja. Zwei Finger. Ja. Mit der linken Hand festhalten und dann haben Sie es knacksen hören. Jo. Ja, jetzt ist er schon ab. Ich sammle jetzt hier weiter, ist ganz schön anstrengend und dann schauen wir, wie der Spargel gewaschen wird. Da wird er jetzt sauber. Feinwäsche quasi. Da ist, ne? Genau. Wie lang darf denn so eine Spargelstange sein? Die darf nicht länger wie 22 cm. Da läuft jetzt der Spargel durch. Den kann man einstellen. Dann spuckt er die hier. Genau, dann spuckt es da raus. Das Besondere hier auf dem Waldelhof ist, hier wird der Spargel nicht nur geerntet, sondern auch serviert.